So Leute, ich habe euch ja gesagt, es gibt noch mal eine Folge Witchfire, das Spiel, was mich momentan so richtig bei den Eiern hat. Ich liebe es. Und ich habe ein bisschen weitergespielt in meiner Main-Class, aber ich habe mir gedacht, heute machen wir mal was ganz Verrücktes. Ich habe ja, wenn ihr die letzten beiden Videos auf YouTube gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass es verschiedene Klassen gibt. Und ich dachte mir, heute in diesem Video soll es mal darum gehen, dass ich euch die anderen Klassen zeige. Ich zeige euch dann auch den Fortschritt meiner Main-Class, die mittlerweile Level 16 ist. Aber ich zeige euch erstmal so, was die ganzen anderen Klassen können. So, wir fangen mal an mit dem Saint. Den habe ich auch schon mal ein bisschen gespielt. Machen wir mal hoch. So, der Saint fängt nämlich mit dieser netten Knarre an. Und ich werde nicht zu lange jetzt nochmal alle Mechanics erklären. Also wie gesagt, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, was Witchfire ist. Es ist ein Roguelike Ego-Shooter Singleplayer allerdings. Hat Mischungen aus ganz vielen Spielen. Ein bisschen Extraction von der Atmosphäre, ein bisschen Souls. Spielerisch eher Doom oder Quake fast schon. Also halt Painkiller. Und ja, es gibt verschiedene Startklassen. Und je nach Startklasse, jede Startklasse hat andere Waffen. Am Anfang. Und natürlich andere Stats. So, das ist hier ein Luck-Build, also der Typ. Wie man hier sieht, habe ich hier 16 Punkte in Luck. Was genau Luck bringt, weiß man nicht so richtig. Also wahrscheinlich alles so ein bisschen beeinflusst, vor allen Dingen die Drops und so weiter. Und vielleicht Critical Hits, ich weiß es nicht genau. Aber was viel entscheidender ist, ist, dass wir gucken, was ist unser Start-Equipment. Der, wie heißt der denn jetzt? Wie heißt die Klasse? Was habe ich gesagt? Welche Klasse? Ich habe selber den Namen vergessen von der Klasse. Der Dings-Typ halt hier. Oh, wie kann man denn so dumm sein? Warte. Der Saint, genau. Dankeschön. Der Saint. Es steht aber auch nirgendwo. Also der Saint startet als eine der wenigen Klassen schon mit zwei Waffen, unter anderem einer dämonischen Waffe, dem Vulture. Dämonische Waffen sind das Besondere, weil die dämonische Munition brauchen. Davon findet man nicht viele. Also das ist, sage ich mal, sind sehr krasse Waffen, die sehr viel Damage oder zum Beispiel Area of Effect machen oder so, aber halt nur sehr begrenzte Munition haben. Er kommt auch schon mit einem Zauberspruch, der Ice Sphere. Spawns an icy sphere that protects the caster from damage and freezes enemy that gets inside it. Also so ein kleiner Eisschild. Er kommt sogar schon mit einem Relic. Powerful amulet disguised as Grimoire. Anyone who hurts its owner is cursed with decay. Das heißt, jeder, der mich angreift, also immer wenn ich Schaden nehme, kriegen die so einen kleinen, wie so ein Gift-Damage. Und die Main-Waffe ist der Ricochet. Und auch hier sehr nett. Up to three enemies can be tagged while aiming down sights. Shooting one Ricochet ricochets the bullets to the others. The link breaks on reload or when all targets die. Also fast wie so ein bisschen, wie soll man erklären, also die Kugel springt zwischen bis zu drei Zielen. Wir wollen das jetzt einfach nur mal kurz testen. Ich will jetzt hier gar nicht in Depth gehen in die Welt, sondern wir wollen einfach nur mal die verschiedenen Startklassen uns hier anschauen. Und das ist zum Beispiel auch übrigens eine hier, wie ihr seht. Ich hatte ja davor diese Bolt Action. Das ist hier auf jeden Fall ein anderer Schnack. Und hat hier auch schon so ein Red Dot. Also echt keine schlechte Startklasse, wie ich finde. So, wir gucken mal, wo hier Gegner... Oh, hier ist gleich schon Action. Da oben liegt sogar noch mein Grabstein vom letzten Run. Egal, mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ihr seht schon, macht halt nicht so viel Schaden, jede einzelne Kugel. Aber dafür hat man schön Auto-Action. Okay, auf die Distanz kann ich das, glaube ich, vergessen. Wie lang diese Sphäre auch hier bleibt, oder? Die ist echt krass. Mal, wie lang die ist. Also wie lang die klingt gar nicht mehr ab. Oh. Echt nicht schlecht. Also ich glaube, das ist eine gute Startklasse, muss ich sagen.
Klar, ein bisschen ungewohnt, wenn man davor diese Bolt-Action, die fast alles one-shottet, wenn man Headshot macht. Aber... ja. So, das ist halt auch so eine Besonderheit. Ihr seht diese Totenköpfe auf der Map. Das heißt, das sind immer Mobs von Gegnern. Wenn man alle Mobs in dieser Region gekillt hat, dann werden die Totenköpfe auf der Karte rot. Und dann spawnt hier so eine Manifestation und dann kriegen wir einen Perk. Können wir aus dreien auswählen. Also den müssen wir erst immer freischalten für Federn, die man in Schatztruhen findet. Also können wir nur zwei auswählen. Increased Max Health instead of regular Witchfire. Dead enemies drop a quickly dissolving high potency. Ja, komm, machen wir so. Hier ist eine Chest. Oh, brauchen wir einen Schlüssel? Haben wir nicht. Also ich muss sagen, das ist schon eine sehr, sehr gute Startklasse. Allerdings natürlich sehr ballerintensiv. Wenn übrigens, das habe ich mittlerweile rausgefunden, die Goons, die so einen Leuchtkreis über dem Kopf haben, die gehören nicht zu so einem Mob der Schädel. Nenne ich es jetzt mal Mob der Schädel. Das heißt, das sind Gegner, die aus den Portalen rauskommen. Es gibt so Portale, durch die wir auch selber dann wieder zurück zur Base kommen können. Die spucken aber ab und zu Gegner raus. Und ich kann es immer nur wieder erwähnen, das Gunplay in diesem Spiel muss sich hinter den Besten des Genres nicht verstecken. Also viele sagen ja immer, Destiny zum Beispiel hat das beste Gunplay. Ich muss sagen, ich habe ja auch Destiny viel gespielt. Ich finde, das Spiel muss sich nicht verstecken. Es ist super präzise und es macht einfach absolut Bock. Dazu noch so dieser Double Jump. Hier ist aber ganz schön Action. Diese orangenen Pfeile zeigen, von wo die Angriffe kommen. Das ist ganz schön Action hier. Und was auch richtig geil ist, wenn ihr das Spiel mit Kopfhörern hört, man hört so präzise die Steps von den Gegnern. Also ich kann die wirklich immer perfekt orten. Ob die unter mir sind, links von mir, rechts von mir, macht einfach richtig Bock. After the initial freeze, major enemies have a chance to freeze again. Unfreezed enemies are damaged for part of their maximum. So. Ich zeige euch jetzt gleich noch die dämonische Waffe, ich will die nur nicht hier für solche Billigmobs verschwenden. Obwohl die mich eh gleich haben. Hier ist meine Leiche. Ah, komm. So, das ist quasi wie ein kleiner Raketenwerfer. Der macht nämlich Area Damage. Also, aber ich habe auch nur noch einen Schuss damit. Man findet auf den Maps aber dann auch nochmal mehr Munition. Blind for increased non-critical weapon damage. Increased weapon damage elite and ascended. Das ist nice. Naja, die kommen nur aus dem Portal. Aber wir können eigentlich auch zum Portal, dann kann ich nämlich raus. Wir haben auch schon wieder 10.000 Seelen unten rechts zu sehen. Und was übrigens auch geil ist, dieser Double Jump, anders als zum Beispiel bei Elden Ring, Torrent, dieser Double Jump hier federt halt wirklich jeden Fallschaden ab. Das heißt, ihr könnt von der höchsten Stelle der Map runterjumpen. Ich zeig das mal gerade. Wenn ihr kurz vorm Aufschlag sozusagen, aber dann nochmal die Jump-Taste drückt, dann überlebt ihr das. Was ziemlich geil ist. Ich kann jetzt hier runterspringen. Geronimo! Und dann springe ich hier kurz vor Boden nochmal. Gar kein Problem. Und das ist halt dieses geile Movement und Gameplay. Wenn ihr später mehr Waffen habt und Zaubersprüche und Gegner von allen Seiten kommen, ihr werdet nur so rumjumpen und ballern und so. Es ist richtig geil. Ich sag's euch. Es macht richtig Bock. Okay. Können wir noch zu unserem Ausgangsziel? Das Portal ist schon weg, ne? The portal has closed. Wo ist das letzte? Da oben. Okay.
Dann müssen wir umdrehen und... Das ist hier noch Early Access übrigens. Gibt's wohl auch schon länger im Epic Store, habe ich gehört. Schon fast nie, also die Early Access hat, glaube ich, im Epic Store begonnen oder so. Ist jetzt aber erst seit einer Woche auf Steam. Deshalb kennen es viele nicht. Ich auch nicht. Also ich habe auch nichts davon gehört. Nikola kam irgendwann rein, teste mal Witchfire. Und ich dachte erst, hä, was soll das sein? Das sagt mir gar nicht. Und ja, aber wann es rauskommt, kann ich sagen, es könnte... Also ich habe natürlich auch kleinere Kritikpunkte an dem Spiel, die ich aber jetzt nicht so gravierend finde, weil das Spiel natürlich auch noch im Early Access ist. Das hält ja aus. Es ist noch ein bisschen... Also es könnten noch ein bisschen mehr Inhalte rein. Aber das ist ja auch klar bei Early Access Spielen. Ich habe aber auch erst 2 von 6 Maps gecheckt. Aber da kann noch sich viel tun. So, da ist das Portal. Und jetzt bringen wir die Sachen... Was ist das? Nix. Jetzt bringen wir die Sachen erstmal nach Hause. Denn wenn man stirbt, dann ist es wie bei Souls, alle Sachen bleiben dann da, wo man gestorben ist und man kann die dann noch einmal zurückholen. Was sehr gut ist und auch eigentlich relativ easy ist. Also ich habe noch nicht oft komplett alles verloren. Ich finde, das ist ein sehr moderates Roguelite-Element. Das Geile ist aber das Researchen, habe ich auch schon 1000 Mal gesagt. Ihr seht, momentan habe ich hier mit dem Charakter keinen Research-Slot. Aber... ich zeige euch das mal. Hier ist das Hub quasi, hier ist meine Hub-Welt. Und es gibt hier diverse Sachen, die wir tun können. Hier können wir aufleveln. Und hier ist eigentlich mit das Interessanteste. Das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet. Ja, ist erst ab Level 7. Weil dann können wir anfangen, neues Equipment zu erforschen. So, jetzt sind wir Level 7. Jetzt müsste auch der Spiegel gehen. So, und hier haben wir verschiedene Sachen, die wir erforschen können. Also die Leute, die die anderen Videos schon gesehen haben, wissen Bescheid. Ich will es nur kurz erklären. Ihr seht hier Close-Range-Weapon, Medium-Range-Weapon, Long-Range-Weapon. Also die kannst du dann einfach erforschen. Du kannst, zurzeit kann ich zumindest am Anfang 2 Research-Sachen in Auftrag geben. Ich kann hier neue Zaubersprüche oder eine neue dämonische Waffe, kostet allerdings 10 Gold. Hier unten sieht man mein Gold, das findet man auch im Laufe des Spiels. Also das könnte ich mir jetzt noch gar nicht leisten. Hier kann ich später noch für die Equipment-Slots hier gibt es Relic, Fetish, Ring. Das eine ist für Abwehr, Angriff und für Zauber. Kann ich dann eben auch Items erforschen. Und hier, das ist fürs Waffen-Upgraden. Was das ist, weiß ich noch nicht. Shadow Orb, Shadow Cube. Ja, und das macht unheimlichen Spaß, weil ich kann jetzt zum Beispiel hier eine Close-Range-Waffe in Auftrag geben und eine Long-Range-Waffe. Und dann seht ihr, es dauert 20 Minuten. Wenn ich jetzt in die Map wieder reingehe und kämpfe, dann lädt halt, je nachdem, wie lange ich in der Map bin, dieser Balken auf. Und das ist ein unfassbar cleverer... unfassbar cleveres Gameplay-Element, weil du hast immer das Gefühl, selbst wenn du stirbst und du hast ganz viel auf der Map liegen lassen, aber der Research-Balken ist weitergegangen. Das heißt, du hast immer das Gefühl, es hat was gebracht. Und manchmal kriegst du dann, du bist gestorben, aber du kommst in die Homebase oder ins Hub und du kriegst 2 neue Waffen. Und du weißt noch nicht, welche. Und manchmal ist was Geiles dabei, manchmal nicht. Also das ist sehr, sehr... sehr, sehr süchtig machen, muss ich sagen, und sehr, sehr motivieren. So, die 2 Waffen kann man dann hier im Auftrag geben. Hier kann man dann das Equipment, sollte man denn schon was haben. Ihr seht, ich habe hier jetzt noch nicht viel mit dem Charakter. Kann man sich hier ausstatten und hier kann man die Waffen verbessern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt der Saint. Ich habe euch die wichtigsten Items jetzt von ihm gezeigt. Er kommt direkt am Anfang schon mit einer Demonic Weapon, was halt wie so ein kleiner Raketenwerfer ist. Er hat hier die Automatik mit Red Dot. Macht nicht ultra viel Schaden, aber ist
sprayt jetzt auch nicht so krass. Ihr habt es gesehen, man kommt schon gut damit klar. Und ja, er hat halt das sehr, sehr gut, diesen sehr, sehr guten Ice Shield, der auch sehr lange hält. Der wirklich in der Not einem ja, sehr helfen kann und sehr praktisch ist. Dazu vielleicht noch eine Sniper, wenn man dann hier aus dem Schild so raus snipern kann, ist das schon mal ganz nice. Okay, wir gehen ins Main-Menü und gucken uns die nächste Klasse an. So. So, kommt immer wieder die Story. Wenn es jetzt mal nicht interessiert. Wenn sie euch interessiert, guckt euch das erste Video bei mir auf dem YouTube-Kanal an. Hier sehen wir die Klassen. Also, wir hatten den Shadow, das war die erste Klasse, mein Main Character, der hat diese Bolt Action Rifle. Wir haben den Saint haben wir eben gesehen. Ne? Der ist hier schon deutlich besser ausgestattet. Dann fangen wir mal vorne an mit dem Butcher. Was hat der denn? Der hat die Midas Auto Rifle und Bittersweet Nightshade. Ist relativ ausgeglichen hier. Vitality, Healing, Endurance. Ja. Probieren wir aus. Ich habe die Helligkeit ein bisschen höher, weil es sehr dunkel ist. Es ist zu milchig. Es gibt hier manche Stellen in dem Spiel, die sehr dunkel sind. Deshalb habe ich hier die Brightness ein bisschen hoch gemacht. Ich mal wieder ein bisschen runter. Aber ihr seht, es ist, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Also. Ich habe das Gefühl, der kann höher hüpfen als der andere. Aber vielleicht bilde ich mir das ein. Dieser Double Jump ist so geil, der macht so Bock. Okay, neue Klasse. Wir sind wieder ganz am Anfang. Level 1. Wir holen uns hier natürlich noch die Tränke. Ah ne, können wir noch gar nicht. Egal. Wir wollen ja auch nur mal die Waffen testen von den Klassen. So, die hat auch einen Red Dot, was ganz gut ist. Und ansonsten, was haben wir? Wir haben keinen Zauberspruch. Er hat noch das hier. Bittersweet Nightshade. When low on health, any damage taken makes the fetish release a powerful shockwave. Na gut. Dann schauen wir mal. Er hat auf jeden Fall viel Stamina. Ah, okay. Noch schneller, macht ein bisschen weniger Damage als die von eben, aber hat noch mehr Rounds per Minute, deshalb auch dieses große Magazin, wie so eine P90. Ist immer ganz geil, die Waffe. Ein bisschen P90-Vibes für die Counter-Strike-Spieler. Was ich halt auch so liebe ist, du kannst halt auch immer schießen aus dem Double Jump heraus. Es ist kein Counter-Strike, das heißt, wir können hier ohne Probleme im Sprung und im Strafen und so weiter präzise Headshots verteilen. Sehr viel mehr ist hier eigentlich auch schon gar nicht zu zeigen an dieser Klasse. Die Waffe ist auf jeden Fall nice.
Auch ein 60-Schuss-Magazin, also du kannst da echt ordentlich... Aber das meine ich halt, es gibt halt, wenn dann nicht diese Totenköpfe sind, wo diese Mobs sind, dann können diese Maps auch mal recht leer sein. Das finde ich noch so ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht noch, ich weiß, sie wollen das machen, dass dann die Leute, dass dann irgendwie noch Enemies, also Gegner aus dem Portal kommen. Aber da habe ich das Gefühl, da könnte man noch ein bisschen Content reinmachen, so ab und zu nochmal... irgendwelche Sachen hier reinbauen. Aber wie gesagt, Early Access kommt vielleicht noch. Schieß mal gegen die Wand. Ob es ein Spray-Pattern gibt. Es gibt ein Spray-Pattern. Aber relativ simpel. Wie man hier sieht. Einfach nur nach oben. Nicht der Rede wert. Es wird auch, also nicht wird, es gibt auch Bosse und Elite-Gegner und so weiter. Ich habe selber ja noch gar nicht so viel, gespielt. Also 5 Stunden oder 6 Stunden vielleicht. Okay, man muss halt echt nah rangehen mit der Knarre. Schon auf 20 Meter macht die hier kein Damage. So richtig. Diese fucking homing missiles. Boah. Ja, okay. Schwierige, auf jeden Fall deutlich schwierigere Waffe als eben der, Waffe, Klasse, als der Saint. Mir gefällt die Waffe ganz gut, allerdings muss man schnell sich eine neue Waffe noch researchen, damit du auch mal wechseln kannst, weil die hat halt, die hat ihre Vorteile, aber nicht in allen Situationen. Aber die Waffe gefällt mir schon, ich hätte die gerne an meinem Main-Character als Zweitwaffe, so eine schnelle, gute Ergänzung zu einer anderen Waffe, aber ihm fehlt noch irgendwas Präziseres hier und halt noch keine Zaubersprüche und nix, also ist auf jeden Fall deutlich schwerer, würde ich sagen, mit der Klasse hier zu starten. Er hat natürlich schon ordentlich HP und alles, aber ja, muss man sich erstmal ein bisschen geiles Equipment farmen. Okay, wir schauen die nächste Klasse an. Ein Stück Pizza. So, wir haben den Butcher. Ashton Butcher. A war rages in a distant land. Only witch hunters in a distant after world. A long. Jetzt schauen wir uns den Hunter an. Ah, okay. Den brauchen wir uns nicht angucken, weil es die gleiche Waffe ist wie beim Saint. Und er hat noch dieses Item, Painted Tooth. Critical Shots on Full Health. Ignite them, okay. Aber kann ich mir jetzt sparen nochmal, ist ja die gleiche Waffe. Das brauche ich nicht nochmal. So, den Slayer. Der hat die Cricket und Lightning Bolt. Den schauen wir uns auf jeden Fall an. Die Knarre kenne ich zwar schon, aber ihr noch nicht.
Ansonsten ist es aber auch ähnlich wie bei Souls. Die Startklasse ist, glaube ich, nicht so wie bei einem MMORPG, dass du für alle Zeiten dann festgelegt bist. Sondern es ist eher so ein bisschen einerseits Schwierigkeitsgrad, andererseits auch so schon mal so eine Vororientierung. Aber du kannst in alle Richtungen deinen Charakter entwickeln und die Waffen auch erforschen. Okay. Das ist gar nicht eine Einzelschussknarre. Also auch, aber die ist vollautomatisch. Oh, mal ordentlich Damage. Allerdings kleines Magazin, diese 20 Schuss im Magazin, die muss man schon treffen. Aber wenn man da noch so ein paar Nachladeperks drauf macht. Ist die nicht so schlecht. Es gibt so Perks, dass wenn du nachlädst, dass du dann ein volles Magazin kriegst oder solche Geschichten. Da man mit der Waffe hier viel auflädt, nachlädt. So, wir testen mal den Zauberspruch. Die ist nicht schlecht, die Knarre. Also der Nachteil ist natürlich das kleine Magazin, auch wenn sie schnell nachlädt. Aber der Damage-Output, der gefällt mir auf jeden Fall. Schieß mal aus der Hüfte. Ja, da sieht man, ne? Wenn man aus der Hüfte schießt, ist es nicht... Es ist random. Innerhalb des Fadenkreuzes... Das kannst du nur machen, wenn du nah am Gegner stehst. Während... So ist es natürlich sehr präzise. Ja, das ist auch eine gute Zweitwaffe, würde ich gar nicht mal sagen, aber du kannst halt nur drei Waffen mitnehmen auf die Map. Eine davon ist Demonic, also hast du nicht viel Munition. Das heißt, hauptsächlich spielst du auf einer Map zwei Waffen. Das ist schon so ein bisschen wie bei Destiny. Da muss man sich natürlich dann schon überlegen, dass die Waffen sich gut ergänzen. Aber die gefällt mir, die Waffe, auf jeden Fall. Die gefällt mir sehr. Ich glaube, ich habe die sogar bei meinem Main, aber ich habe die da noch nie benutzt. Das ist nicht wirklich. Ich wollte mal gucken, was macht denn überhaupt dieser Zauberspruch? Knocks back and shocks enemies. Okay. Also. Okay. Ja, ich glaube, wir haben genug gesehen von diesem Charakter. Also dieser Zauberspruch ist okay. Ist kein Game Changer. Man muss halt überlegen, Zaubersprüche laden sich erst immer wieder auf, wenn man Gegner besiegt hat. Und nicht so... Die haben keinen Timer in dem Sinne. Deshalb kann man die... Am Anfang, wenn man noch nicht richtig geskillt ist, noch nicht so oft benutzen. Deshalb sind die für mich am Anfang zumindest ein bisschen zu vernachlässigen, die Zaubersprüche. Die kann man in besonderen Situationen, kann man die klar benutzen, aber sie sind nicht das, was letztendlich auf das, was hier wirklich zurückgreifen wird. Das habe ich gemacht, habe ich falsch geklickt. Nee. A war raged in a distant land controlled
Dämonenkugeln sind für Dämonenwaffen, wie zum Beispiel hier der Saint hat hier die Vulture, diesen Crossbow. Das ist eine dämonische Waffe. Habe ich auch eben gerade kurz gezeigt. So, und dann gibt es noch den Penitent. Da steht sogar eine Warnung. Warnung nicht empfohlen für Beginner. Und er hat die Waffe namens Hunger. Also ein Revolver. 6 Schuss Magazin. Und mehr hat er auch nicht. Deshalb wahrscheinlich auch nichts für Beginner. Er ist Level 1. Wir checken sie ab. Die macht ja gar keinen Damage. Okay. Die macht schon Damage, aber nur wenn man schön nah rangeht. Das ging schnell. Aber was ist das? Hat die irgendwas Besonderes oder ist die einfach nur langsam und scheiße? ...38 Damage. Stun Power is very high. 21 Meter ADS Range. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... für die Leute, die es ein bisschen schwerer im Einstieg haben wollen. Weil ich kann jetzt nicht sehen, dass die irgendwie was richtig geil... Man sieht hier den Stun Damage. Du brauchst halt, selbst für solche Lullis brauchst du halt echt viele Schüsse. Und sie ist langsam. Und sie hat noch nicht mal geile Reichweite, also... Ja, naja, also kann ich jetzt zumindest für den Anfang nicht empfehlen. Ist jetzt nicht die spaßigste Waffe. Vielleicht hat die noch irgendwas, was ich noch nicht so ganz gecheckt habe da mit dem Stun-Damage oder so, aber Stand jetzt ist das jetzt auch, weiß ich nicht, macht das nicht allzu viel Bock. Es sei denn, man will halt wirklich so als Challenge das machen. Aber... du brauchst halt fast ein ganzes Magazin für einen so einen Frack. Okay. Gut, das waren jetzt die Klassen. Jetzt gehe ich wieder auf meinen Main. Kleiner Klassencheck. Aber in Wahrheit spiele ich ja den hier. Und da kann ich euch mal zeigen, was ich so Neues habe. Nämlich diese niegelnagelneue Sniper Rifle, Leute. Das ist mein Main momentan. Level 16.
Und ich habe mir jetzt als letztes Research die Sniper Rifle. Das ist meine Startwaffe immer noch, das All-Seeing Eye, die ist immer noch gut. Und ich habe mittlerweile auch die Vulture als dämonische Waffe. Was kann ich euch noch zeigen? So, hier ist gerade Research in Progress. Das ist ganz interessant hier, dieses Second Mysterium Incantation. Ich habe mich das nämlich immer gefragt, wie das funktioniert mit dem Waffen-Upgraden. Das erste Upgrade für eine Waffe kriegt ihr ganz normal. Ich zeig's mal. Naja, wenn ihr zum Beispiel 50 Gegner killt oder so. Für die zweite Stufe seht ihr jetzt hier. Da unten, ich kann es nicht zeigen, ihr seht es, Second Mysterium Incantation. Im Prinzip kaufst du so eine Zauberrolle. Du musst die erst erforschen, die ist halt sehr teuer im Forschungsbildschirm und dann kannst du hier die Waffe weiter upgraden. Das geht auch für Zaubersprüche übrigens. Aber diese Second Mysterium Incantations Rollen, mit denen man die Waffen upgradet, die muss man hier erforschen. Und die kosten, glaube ich, 20 Gold. Also das ist schon nicht so ganz günstig. Zumindest am Anfang nicht. Ich weiß nicht, es kann natürlich später sein, dass man ohne Ende von diesen Goldmünzen hat. Weil man darf nicht verwechseln, Gold ist nicht das gleiche wie Seelen in dem Fall. Oder dieses Witchfire. Dann habe ich hier diesen Kollegen freigeschaltet, bei dem wir jetzt traden können. Zumindest alles, was hier grau ist. Also wir können jetzt Supply Chest Keys kaufen. Wir können hier auch, was sehr geil ist, Gold kaufen gegen Witchfire. Was sehr, sehr geil ist. Und noch so ein paar andere Sachen. Die hier sind alle noch gesperrt. Wegen Gnosis. Gnosis, ihr seht es da unten, requires Gnosis 2. Das ist sozusagen das Weltenlevel, wenn ihr so wollt. Der Schwierigkeitsgrad, ja. Ähnlich wie bei Diablo Hard, Easy, Torment. Ist das hier Gnosis Level, dass man an anderer Stelle upgraden kann. Ich habe es jetzt auf Gnosis 1 gestellt. Dadurch ist alles ein bisschen schwerer, kriegst aber auch mehr Seelen und kriegst Zugang zu neuen Dingen, wie zum Beispiel diesen Shop-Guy. Und es gibt aber auch Sachen wie zum Beispiel hier, seht ihr? You need higher Gnosis to understand the seals. Da wissen wir noch nicht, was das macht. Da brauchen wir Gnosis 2. Und für Gnosis 2 muss man dann wieder bestimmte Sachen machen. Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht zu früh dieses Gnosis hochmacht, weil es wird schon deutlich schwerer dann. Und man will gutes Equipment haben. Hier kann man dann sein Gnosis-Level, sein Weltlevel verbessern. Und hier steht's: Current Gnosis 1. Und um auf 2 zu kommen, muss ich entweder noch 30.000 Witchfire bei mir haben oder den ersten Familiar. Ich schätze mal, das ist der erste Boss. Killen. Dann kommt Knossi, genau. genau, und es gibt hier noch eine Menge zu entdecken. Hier gibt's zum Beispiel noch eine Tür, die sich erst später öffnet. Gnosis 2. Die habe ich, wie gesagt, geöffnet. Da war der Shop-Guy drinne. Das weiß ich auch noch nicht. Was das hier macht, gar nichts. Ja, und auch auf den Maps selber gibt es viele Sachen, die erst sichtbar werden. Schatztruhen, Gegner und so weiter, wenn man ein gewisses Gnosis-Level hat. Das erinnert dann fast schon so ein bisschen an Demon's Souls. Und hier sehen wir, ich bin jetzt in einer zweiten Map von, ja, weiß man nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist die, die wir eben gesehen haben, wo es alles startet. Ich bin auf Map 2 und die anderen muss man erst finden. Oder da muss man erst so Schriftstücke finden, die einem die freischalten. Und wir gehen mal rein in die Scarlet Coast und gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffe ich ja den ersten Familiar. Zeit haben wir denn noch? Ein bisschen Zeit haben wir. Also hier wird es jetzt schon deutlich schwerer. Hier gibt es auch schon so ein bisschen richtige fiese Abfuck-Gegner. Ist auch übrigens random, wo man startet. Also es gibt so verschiedene Startpunkte. Hier oben seht ihr schon. Hier, was steht hier? Extreme Dangerous Area.
Hier zum Beispiel das Ding hier. Warden of the Dead. This morbid creature haunts old battlefields to punish those who disrespect the dead. Avoid the light of his lamp or be prepared to face his wrath. Leider kann man nicht das Item anklicken. Likely spoils. Irgend so ein Ding. Aber es ist auch direkt geradeaus von mir. Also vielleicht gehen wir da direkt mal hin. Ah, jetzt habe ich euch eine Sache. Ich wollte euch den Steak-Dings. Den muss ich euch zeigen. Sorry, ich muss nochmal zurück. Das ist zu geil. Für alle, die Painkiller gespielt haben. Steak, aber nicht Steak EA, sondern AKE. Bolzenschussgerät. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Für alle, die Painkiller gespielt haben, denen wird das vielleicht bekannt vorkommen. Aber ist sehr schwer mit der Waffe zu spielen, aber ich will die unbedingt zeigen, weil die geil ist. Gehen wir mal hier raus. Das sind die Waffen, die ich bislang schon freigeschaltet habe. Und wir wollen... Also, muss ich da auf... Das ist doch der Strieger. Da. Der schießt Bäume. Der Flocker, das ist ein besseres Wort. In Painkiller waren das ja quasi die Raketen wie in Quake, die dann auch, die man auch so ein bisschen auf den Boden vor den Gegner schießen konnte. Das geht nicht, aber man kann hiermit wirklich Gegner an die Wand tackern. Ich zeig's euch einfach mal. Wir machen mal einen Run mit Stapler. Der Flocker, das ist ein schönes Wort, das gefällt mir. Flocke. Haben wir hier direkt Gegner? Allerdings hat halt sehr, ist ein sehr langsames Projektil, dass der verschießt. Nicht so leicht damit. Oh, was ist denn das? Oh. Brother, so leicht damit. Alter, was ist das? The fuck? Das ist der Warden, glaube ich, oder? Alter, was geht hier ab? Digga. Jetzt bin ich echt ein bisschen überrascht. Den habe ich auch noch nie gesehen, den Dude. Geht er down? Was ist das? Also ihr seht schon, sobald man Gnosis-Level hochmacht, neue Gegner und eine Menge neue Überraschungen. Ich liebe diese Sniper, auch wenn sie... Das ist natürlich einfach schön. Wenn sie ein kleines Magazin und nicht viel Schuss hat. Hier, den kann ich an die Wand nageln. Guck.
Ist das geil? Da hängt er. Hanging around. Okay, das war einfach nur ein regulärer Gegner übrigens. Ich weiß nicht, was das für Dinger sind. Diese roten Eier. Okay. Ah. Ein Kokon. Kriegt man irgendwas dafür? Palm. Ich dachte, ich hätte was gehört. Das weiß ich auch nicht. Dangerous area. Curious object can be seen in the distance. Whatever is always a chance might turn out. Ah ja, das könnte Geld sein, was wir brauchen für unsere Erforschung. Pentagramm heißt, glaube ich, dass die da raus spawnen, aber ich bin mir nicht sicher. Nein. Das ist doch eine Falle. The lock mentions buried supplies. You feel drawn towards them. Follow the Witchfire Trail. Was? Wo ist das? Ah. Steps? Lol. Ich raff nicht genau, wem ich folgen soll, was ich folgen soll. Das da? Dieser blaue Nebel oder was? Das einfach mal. Bin mir nicht sicher, ob das einfach nur von mir strahlt und nicht einfach. Oder ist das wirklich was, was ich dahinter. Na, keine Ahnung. Wir werden sehen. Entweder ich bin bescheuert. Oder mega gut. Jetzt ist es weg. Hä? Wohin denn jetzt? Vielleicht ist das gar kein Hinweis, ich bin einfach nur bescheuert. Ach nee, warte, Buried Supplies, dann ist es...
Okay, das ist ganz geil. Das sind Items, die einem eben diese Anzahl an Münzen geben, also 6 Münzen. Man kann dann überlegen, ob man mit Witchfire die säubern will von ihrem Fluch. Hier sieht man, was die Chance ist, verflucht zu werden. In dem Fall wahrscheinlich 50-50. Oder man gibt 3000 Seelen aus und wird nicht verflucht und kann es so mitnehmen. Flüche habe ich noch nicht so ganz, also ich habe es ein paar Mal probiert, ein paar Mal wurde ich verflucht, habe es nicht so ganz gerafft, was die machen. Meistens wahrscheinlich irgendwie sowas wie weniger Health, Stamina, will man eigentlich nicht haben. Seelen kann man immer farmen, deshalb machen wir es so. Jetzt habe ich es gerafft, also ich habe es richtig gemacht, man muss es natürlich dann auch noch ausgraben. Wir können jetzt versuchen, hier über die Felsen hoch direkt mal Richtung Obermotz zu schielen. Denn dank Double Jump kommt man hier nämlich wirklich fast überall ganz gut hin. Und wie gesagt, es steuert sich wirklich nice, das Spiel. Es hat einen wunderbaren Flow. Ah, was haben wir hier? Requires 2500 Witchfire. Nein, habe ich jetzt natürlich gerade ausgegeben. Aber warte. Habe ich nicht... Ein paar Seelen zum Poppen. Ups. Hä? Jetzt ist es wieder so dunkel, dass ich überhaupt nichts sehe. Aha. Stigma Diabolicum. Cyst that attaches to enemies becoming their additional weak spot. Das ist ein Zauberspruch, tatsächlich. Was ist hier? Nochmal 2500 Zahlen. Okay, das ist einfach nur ein Durchgang. Oh, was hält der denn aus, bitte? Der hat auch ein bisschen anderen Energiebalken tatsächlich. Also eine Sniper-Rifle in diesem Spiel ist Gold wert, sag ich euch. Ihr seht's ja. Schön aus der Distanz die Leute wegsnipen, wie ich es liebe. Ich allerdings nur noch 2 Schuss. Wird gestaked. Ich brauche Muni. Es ist so befriedigend mit diesem, mit dieser Knarre, weil die hat so einen schönen, so eine Ballistik, so eine ballistische Flugkurve. Wenn man dann das richtig antizipiert und so richtig sieht, wie die trifft, das macht Bock. Ja, der ist da hinten. Habe ich Muni für meinen Sniper? Nein, das ist aber schlecht. Alter, wie er mich mit seinem Bajonett hops nehmen wollte. Oh, ist das geil. Guck mal, wie er da oben hängt.
Alter, ist das geil. Oh, shit. Heavy spells recharge faster. Light spell recharge faster. Ja, die Zaubersprüche, das ist immer so eine Sache. Ich vergesse eigentlich immer die Zaubersprüche. Ich bin noch nicht so im Zauberspruch-Game. Ich muss mehr mit den Zaubersprüchen arbeiten. Aber vor allem brauche ich Munition für meine Snipers. Oh, da ist was. Und hier ist schon wieder was. Gnosis 3. Okay, vergiss es. Ja, denn Gnosis 3 hat ja niemand. Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Ich weiß immer noch nicht alles, was man hier aufheben kann. Aber das war richtig dumm. So, was haben wir hier? Oh, 2500. Da geht's wahrscheinlich zum Boss oder was? Hm. Halbe Energie, ey. Was mache ich jetzt? Das können wir noch, die nehmen wir noch mit, die Chest. Kaum noch Munition. Ich hoffe da unten. Es ist wahrscheinlich ein Boss da unten und ich bin absolut nicht ausgestattet dafür. Ich habe keine Flask mehr, kaum noch Energie, keine Schüsse in der Sniper. Es könnte dumm sein. Und jetzt muss ich die auch noch cleansen für 5000. Ist das schon? Das ist der Schatz. Ne, das ist der Schatz. Ah, hier sie. Oh. Hier sieht man zum Beispiel, hier wäre eine Schatzkiste, wenn man ein höheres Gnosis-Level hätte. Okay, wie viel habe ich denn? Ich habe 6800 und hier habe ich noch. Wir wollen ja mit ein bisschen geilem Scheiß nach Hause kommen. Aber... Wieso wird die Truhe auf der Karte angezeigt, wenn ich sie nicht benutzen kann? Das finde ich ein bisschen dumm. Na gut. Dann öffnen wir jetzt da dieses Bodenportal und finden mal raus, was da ist. Vielleicht ist es ja auch kein Boss. Vielleicht ist es Instant Gratification. Wer schießt? Ich frage mich, ist das auch dämonische? Guck mal, der läuft rückwärts, der Trottel. Ui. Oh, wir haben eine Flask gekriegt. Okay. So, jetzt... Was ist denn die Sniper-Muni eigentlich? Ich dachte, es gibt nur zwei Versionen von Munition. Ich habe das noch nicht so ganz... Steht auch nichts. Hm.
Es ist nicht dämonische Munition. Jetzt? Soll ich da reinhüpfen oder was? Oh, es ist ein Boss. LOL? Ich dachte halt irgendwie, das ist jetzt eine Zwischensequenz oder man landet da oder so, aber... Ja, das wird natürlich jetzt auch geil, da die Sachen zurückzukriegen. Das wird ein Spaß, weil die liegen jetzt quasi in der Boss-Chamber, ja? Geil. Das hätte ja nicht besser laufen können. Was haben wir für einen Zauberspruch gekriegt? Stigma Diabolicum. Das mal aus. So, warte, ich kann die... Hier ist übrigens die Cricket. Ist auch nicht schlecht. Vielleicht als Zweitwaffe. Das, die hieß doch Cricket, ne? Ah, ich liebe mein Repetitiergewehr. Bonus Damage to Stunned Enemies. So, Mission, Seelen zurückgewinnen. Vielleicht schaffe ich's. Was zur Hölle? Schlau. So, wir gehen einfach. Normalerweise müsste ich erst die Totenköpfe farmen für Perks, um stärker zu sein. Aber habe ich jetzt keinen Bock drauf und auch keine Zeit. Was ist hier? Junge, führt mich um die ganze Map rum.
Oh, geil, natürlich auch noch verflucht jetzt. Hey, die habe ich doch alle mal gewone-shottet. Wieso kann ich die nicht mehr... Also, weil ich nicht genau den Kopf getroffen habe. Alter, wie viele sind denn das? Das war der letzte. Okay. Den Perk nehmen wir mit. Gehen zum Boss. Muss ich das jetzt nochmal öffnen? Oder ist das jetzt auf? Es ist auf. Gehen wir rein. Warte mal, vielleicht... Sind die Seelen gar nicht da drinnen? Sind die vor. Das wäre natürlich geil, wenn die Form aus Room liegen. Ich glaube, den Gefallen tut mir das Spiel nicht. Nee. Die liegen genau da, wo sie nicht liegen sollen. Geh rein. Was geht ab? Shieldbearer, wo ist er? Okay, der hat halt einfach eine Armee an Leuten oder was? Aber wie viele bitte? Ja, ist klar. Nein, ich habe vergessen, die Seelen einzusammeln. Wie dumm bin ich? Warum sagt ihr nichts? Na, egal. Okay, also da brauchen wir irgendwas, was Area Damage macht, oder? Scheiße. Direkt vor den Seelen gestorben. Da kann ich nicht mit zwei so langsamen Waffen rein. Vielleicht auch die Shotgun tatsächlich. Scheiße. Entschuldigung, ich muss Frust essen. Jetzt gehe ich natürlich mit leeren Händen, aber das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Dafür ist eine Research fertig. Und ich kann eine Waffe upgraden. Die braucht auch nicht mehr lang. Close Range Weapon. Was geben wir denn noch in Auftrag?
Haben wir für alles nicht genug Geld? Der Sniper bin ich eigentlich zufrieden. So, ich habe ja schon zwei. So, wir könnten theoretisch diese Waffe wieder upgraden. Komm. Critical Hits. Trigger Radial Shockwave. Das ist nicht schlecht. Also jeder Headshot, ich mache mir da eh fast nur Headshots. Das ist ganz geil. Mir fällt gerade auch ein, ich hatte die hier. Wenn wir mit richtig viel Dämonenmunition zum Boss gehen, dann sieht er auch kein Land. Wo ist denn eigentlich der Händler schon wieder hin? Der streunt immer hier von... Wo ist der Dude? Ist der wieder an seinem alten Ort hin oder was? A note from a hermit. Brothers, keep during your performance. The penance travel. Seek out the thicker growth and the faintest shadows. Gather more if you wish it used for something beyond a mere healing. Key item. Weiß ich noch nicht so richtig, wofür das gut ist. Ich glaube tatsächlich, ich lasse die Sniper jetzt für den Bossfight hier. Equipment kann man nur im Hub übrigens ändern, nicht on the map. Ja, müssen wir hier. Hiermit. Shotgun oder die Cricket? Ich nehme die Shotgun. Hol erst mal so. Ja, das war einfach... Normalerweise ist es nicht 30 Sekunden für nichts. Es ist einfach sehr dumm gelaufen, dass ich da in diese Pit vom Boss gefallen bin. Sonst hätte ich ja mein Zeug immer wieder zurückholen können. Aber so... Der will immer wieder für diese Öffnung Geld. Das ist ja auch ein bisschen frech. Ja, nicht bescheuert. Also im Bossroom sterben ist natürlich immer nicht so gut. Alter, was ist er denn? Das ist der Warden. Alter. Thank you.
Was geht hier ab? Jesus Christ. Sieht man diesen neuen... Ach du Scheiße. Digga! Boah, ich kann mich kaum bewegen. Hält der aus, bitte? Eine Patron, noch eine Patron. Da gehen sie alle down. Das war noch nicht mal der Große. So, einmal versuche ich noch den Boss. Stirb doch endlich! Eigentlich ran mit der Shotgun. Yes. Alter, was ist das? Mörser oder was? Was habe ich denn da für einen komischen Zauberspruch jetzt equipped? Boah, ist das stressig, Leute, ey. Sorry, ich kann hier kaum klar denken, weil hier von allen Seiten Action ist. Aber ich hab's natürlich überragend gemacht. So, was machen wir jetzt? Bringt ja nichts da reinzugehen eigentlich, oder? Kaum noch Schüsse in der Shotgun. Alter, was ist das für einer?
Ja, die spawnen einfach hinter dir, ey. Das ist echt... Alter. Hä, jetzt hat er sich weggebeamt oder was? Alter, wie viel der aushält. Nein! Teure Munition. Wo ist er? Wo? Oh. Da. Hä? Ist er reingefallen? Hä? Ist er da unten reingefallen? Kann das sein? Der ist zum Boss, in den Boss-Room gefallen, wie es scheint. Ich habe zu wenig Muni. Und jetzt ist der Dude da unten auch noch drin, das ist eine Todesfalle, sorry Leute. Das ist Quatsch. Ich bring mein Shit nach Hause, Leute. Das ist lebensmüde, da jetzt reinzuspringen, wenn da auch noch dieser Typ ist. Aber was ist auch echt, what are the chances, dass der da reinfällt, ey? Könnte nochmal auf Gegenwehr stoßen. Was befürchtet. Oh, da ist das Portal. 2 Minuten müssen wir überleben. Nun. Aber das Schöne ist, wir haben eine neue Waffe erforscht. Wir gehen nicht ganz mit leeren Händen aus dieser Session, denn wir haben wieder Zeit in unseren Research-Balken gesteckt. Eine neue Close-Range-Waffe. Eine neue Shotgun. Echo. Pellets exp-
Explode and ignite targets. Uses stamina. Das klingt nice. Die kann ich upgraden. Oh, die sieht nice aus. Okay. Ja, muss man im Kampf ausprobieren tatsächlich. Kann ich jetzt so nichts zu sagen. Wir können auf jeden Fall Psycho Pump können wir auf Stufe 1 bringen. Okay. Ja, nun. Es ist schwierig in Gnosis 1. Vielleicht bin ich zu früh schon in die Weltenstufe hochgegangen. Hätte vielleicht noch ein bisschen mehr in der Weltenstufe 0 farmen sollen. Aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wir haben trotzdem wieder ein bisschen Progress gemacht. Ein paar neue Waffen. Und, well. Okay. Einen neuen Zauberspruch, der übrigens sehr komisch ist. Aber vielleicht habe ich den auch noch nicht so ganz verstanden. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein hier mit Witchfire. Mein Lieblingsspiel zurzeit. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Der dritte Teil, den ich jetzt hier schon produziert habe. Wir haben uns am Anfang die neuen Klassen angeguckt. Und ansonsten spiele ich meinen Main erstmal ein bisschen weiter. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr noch mehr von Witchfire sehen wollt. Oder ob es jetzt reicht. Ob ihr selber gespielt habt, was euch an dem Spiel gefällt, was euch an dem Spiel nicht gefällt, lasst uns drüber quatschen. Ich bin momentan komplett hooked und habe auf jeden Fall Bock weiterzuspielen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.